Einen wunderschönen Dienstagmorgen und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz zum Spiel am kommenden Donnerstag, den 17.06. gegen den TBV Lemgo Lippe. Ich begrüße heute mit mir René Selke, unseren Geschäftsführer, Michael Haas, den Cheftrainer, und unseren Kreislaufläufer Sebastian Fürnhaber. Ich fange mal mit René an. René, die Saison neigt sich langsam dem Ende und wir blicken jetzt aufs vorletzte Heimspiel gegen den Pokalmeister, bekanntlich mit Zuschauern. Wie groß ist die Freude hinblickend dieser Entwicklung? Ja, schon guten Morgen in die Runde. Ich glaube, die Freude könnte bei uns allen kaum größer sein. Nach so vielen Monaten mit Geisterspielen, sowohl zu Hause als auch auswärts, tut es einfach nur gut, dass wir jetzt im Saisonfinale bei diesen beiden Krachern, die wir wirklich jetzt noch haben, mit unseren Fans im Rücken antreten können. Ich glaube, die Nachricht kam genau zur rechten Zeit und spiegelt, glaube ich, aber auch die aktuelle Lage wider. Die Inzidenzzahlen gehen deutschlandweit in den Keller. Das Wetter bessert sich, plus die Zahlen gehen überall nach unten. Die Impfquote steigert sich, also alle Themen und Punkte, die, glaube ich, sehr positiv sind im Kampf gegen die Pandemie. Dass man natürlich jetzt auch über weitere Lockerungsmaßnahmen sprechen kann und damit auch verantwortungsvoll umgehen kann, ist, glaube ich, absolut sachgerecht. Und deswegen freuen wir uns einfach sehr, dass auch wir jetzt endlich wieder Zuschauer bei uns in die Halle lassen dürfen. 1.700 werden am Donnerstag und gegen die SG Flensburg-Handewitt übernächsten Mittwoch uns im Rücken stärken. Das ist natürlich ein unglaublich positives Signal, nicht nur jetzt für den Saisonendspurt, sondern auch für die Zukunft. Dass es jetzt endlich wieder in die richtige Richtung, einen Schritt in die Normalität geht. Und ja, das wird uns natürlich bei diesen beiden schweren Spielen auch enorm helfen, weil die personelle Lage ist natürlich bekannt. Die wird sich wahrscheinlich auch nicht wirklich großartig verbessern. Und da kommen jetzt zwei absolute Top-Mannschaften zu uns in die Arena. Das ist schon gesagt, wir haben hier einen Pokalsieger plus möglicherweise der kommende deutsche Meister. Da wird es nochmal richtig spannend hinten raus. Und ja, klar, wir wollen natürlich unseren Fans das Beste bieten, was wir können. Und ich finde auch jetzt am Sonntag in Hannover haben wir mit der Truppe, die wir am Start haben, wirklich sehr, sehr leidenschaftlich und toll gekämpft. Hat am Ende ein kleines Quäntchen Glück vielleicht gefehlt, um da einen Punkt mitzunehmen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und ja, wie gesagt, diese Nachricht erfüllt uns mit großer Freude. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was es am Donnerstag dann endlich wieder mit heimischem Publikum geben wird. Und ja, sind da mit sehr, sehr freudigen Augen starren wir dem entgegen und freuen uns auf dieses Spiel. Dankeschön. Michael, wir haben ja bereits erwähnt, Lemgo ist jüngst Pokalmeister geworden und der NDR schreibt darüber, der Triumph des Außenseiters. Wie siehst du das denn? Wird es wirklich ein Spiel gegen den Außenseiter am Donnerstag? Morgen zusammen. Naja, das Lemgo ist der Außenseiter jetzt gerade. Sie haben für viele überraschend den Pokalwettbewerb gewonnen. Gut, für Insider, wir wissen, dass Lemgo eine starke Mannschaft hat und das natürlich ist ein Sieg gegen Kiel, das sie im Halbfinale gemacht haben, nicht die Regel, aber sie haben sich das erarbeitet. Das ist einfach eine Mannschaft mit einer enorm hohen Qualität und wir haben jetzt einfach das Problem, dass sie in einer Top-Verfassung antreten. Sie sind in einem Zustand, wo sie einfach immer daran glauben, jedes Spiel gewinnen zu können, haben sich da einen Flow gespielt und unsere Aufgabe ist jetzt, das zu unterbrechen. Und was wir dazu nutzen wollen und nutzen werden, sind unsere Zuschauer. Wir warten da jetzt im Grunde seit einem Jahr drauf, endlich wieder vor unseren Leuten zu spielen. Das wird Spaß machen. Es hat schon in Hannover Spaß gemacht, vor Zuschauern wieder zu spielen. Und das ist letztendlich das, was uns Energie geben wird und muss. Denn René hat es ja schon gesagt, unsere Situation ist nach wie vor angespannt. Aber wir kämpfen weiter. Das ist das, was wir gerade können. Wir können kämpfen. Ups. Das werden wir weitermachen. Und versuchen da weiterhin die Flucht nach vorne anzutreten, alles reinzuwerfen, was wir haben, sodass wir halt unseren Zuschauern auch was zeigen können und am möglichst dieses eins, das vorletzte Heimspiel auch gewinnen. Danke dir. Sebastian, das Restprogramm ist straff, es gibt noch einiges zu tun, auch der Donnerstag. Wie würdest du das Ganze einschätzen? Seid ihr fit? Ja, ich glaube, jetzt ist Saisonendspurt, jetzt muss jeder einfach nochmal alles rausholen und wir haben auch gegen Hannover gezeigt, dass auch die geringe Personaldecke eigentlich keine Ausrede ist. Wir können trotzdem super Handball spielen und auch die letzten Trainingseinheiten, wir haben alle noch Bock. Da ist ordentlich Zucht drin im Training und ich freue mich einfach drauf, vor heimischen Zuschauern wieder zu spielen und ich denke, dass wir da auf jeden Fall 2 Punkte holen können.